Ich meine, der ist 29, ne? Der könnte echt noch ein paar Jahre spielen, so, ne? Andre Green. Was hat der für eine Stärke? 67. 22. Sturridge auch gut, ne? Ich finde, das ist es schon wert. Also 30 geht noch, ne? Guck mal, den können wir auch einen Posten am Karriereende machen. Aber ich glaube, das machen wir auch. Wilshere auch eigentlich ein guter Mann. Die kosten ja auch nichts, ne? Keine Ablöse. Aber der will definitiv zu viel. Den können wir, glaube ich, nicht erobern hier, oder? Versuchen wir es. Ich meine, das sind ja auch gute Spieler, ne? Also 4-Sterne-Talente hier, ne? Wilshere ist auch erst 28. Das ist schon eigentlich ganz gut. So, dann gehen wir erstmal weiter. Ja, hier sieht man auch bei Fenerbahce ist auch schon ein bisschen runtergegangen hier. So, jetzt stehen wir vor dem Viertelfinale. Ach, da gibt's Hin- und Rückspiel oder was? Okay. Na gut. So, Hasic möchte ich gerne auf rechts bringen. Der hat ein echt ordentliches Spiel gemacht, muss ich sagen, wo ich ihn eingewechselt habe. So. Genau, dann gehen wir rein. Spielen das dies aber diesmal im Videotext-Modus. Gebt euer Bestes. So, wir liegen hinten mit 1-0. Jetzt haben wir noch einen Verletzten, auch noch im zentralen Mittelfeld. Gehen mit 1-0 in die Pause hier. Ich weiß, dass ihr das besser könnt. Dann machen wir mal auswechseln, nur mal Co-Trainer. 1-1, 2-1, Lajic, 3-1, Lajic, 4-1, Getschal, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, aber wir gewinnen doch noch das Spiel hier. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das nochmal drehen. Aber ein 4-1 im Hinspiel, das ist echt gut. Auswärts, das ist schon nice. Jungspieler entdeckt. Nehmen wir nicht.
So, jetzt wollen wir hier noch mal gucken, ob wir den einen oder anderen vielleicht doch noch loswerden hier. So, mal nachgucken hier, was wir hier haben. Den können wir nur verleihen. Den können wir verkaufen. Irgendwer Interesse hier? Bieten wir einfach mal an. Gala. Keiner interessiert. Sind doch eigentlich nur die großen Vereine hier, ne? Na gut, dann müssen wir ihn Transferstatus ändern und auf die Transferliste setzen. So. Innenverteidiger 1, 2, 3. Haben wir nur 4, brauchen wir keinen verkaufen. Rechtsverteidiger 2, links haben wir gar keinen. Okay. Defensiv brauchen wir nicht. So. Valencia. Achso, der spielt da. Okay. Den will ich eigentlich auch ungern behalten, aber den kann ich nicht verkaufen. So, zentral haben wir ja endlos viele hier. Geht auch nicht. Na, das ist halt das Problem, ne? Kann sie nicht verkaufen. Den kann ich noch draufsetzen. So. Stürmer haben wir ja endlos viele hier, ne? Wollte ich ihn nicht. Nein, kann ich auch nicht. Müssen wir Ende der Saison nochmal nachschauen. Dann lassen wir das erstmal dabei. So, hier ist noch nichts weiter passiert. Okay. Und weiter. So. Mensa hat sich für 13 Tage verletzt. Okay. Können wir das gleiche Spiel hier nochmal machen? Den Verteidiger haben wir hier nur 3. Defensiv haben wir natürlich viel zu viel. Hier brauchen wir alle gar nicht. 7 Millionen. Vielleicht kriege ich den ja noch weg. Spieler anbieten.
Die haben alle kein Geld. Doch da. Trabzonspor oder wie das jemand das auch immer ausspricht, wird uns ein Angebot unterbreiten. Alles Defensive hier. Auch nicht. Gut, ist eigentlich das gleiche Spiel. Dann lassen wir das auch erstmal so und schauen uns dann das Ganze noch mal Ende der Saison an. Du hast gut trainiert. Yes. Boom. So, meine Freunde. 5-Jahres-Wertung. Ab auf Platz 12 in die Türkei. Nein. Das noch gar nicht eingestellt, das habe ich doch eigentlich schon alles eingestellt mit den Mitarbeitern, oder? Ja. Okay. So, wir stehen jetzt vor dem Pokalrückspiel. Oh hier, Jungspieler Çetin. Klar, bieten wir auf jeden Fall an. Den wollen wir nicht loswerden, den wollen wir eher behalten. Çetin, sehr gut. So, einmal Sosa mit 7 Millionen, perfekt. Haben wir noch mal ein bisschen was eingenommen. So, Beşiktaş, Mensa ist verletzt, da kann Türkisch das spielen. Ups. So. Und Yalçın lassen wir da mal spielen. Nee, lassen wir doch. Nee, lassen wir ihn noch spielen. So. Lajic, ein gewaltiger Formanstieg. Yo. Nice. Dann wollen wir mal.